Hallo und herzlich willkommen zu Falten mit Yvonne. Und Max. Heute zeigen wir euch, wie ihr kreativ Geld verschenken könnt. Diesmal falten wir eine Fliege. Dafür benötigt ihr einen Geldschein. Es ist egal, welcher, es funktioniert mit allen Geldscheinen. Genau, ihr seht ja hier alle. Und wir werden es aber nicht mit echtem Geld falten, weil das so spiegelt und man die Fallkanten im Video nicht so gut sieht, sondern wir werden Spielgeld in Originalgröße von Cashbricks benutzen, in zwei verschiedenen Größen. Es funktioniert aber mit echtem Geld natürlich ganz genauso. Wir haben es ausprobiert. Also dann, los geht's! Nimm deinen Geldschein, dreh ihn einmal auf die Rückseite und halbiere ihn der Länge nach. Schön die Außenkante auf die Außenkante. Je genauer man faltet, desto besser wird's. Wenn ihr das jetzt wieder auseinanderfaltet, habt ihr in der Mitte eine Faltkante, an der orientiert ihr euch jetzt, das ist eure Mittellinie, und ihr faltet jetzt die Außenkante zur neuen Mittellinie hin. Einmal die eine Seite und dann auch gleich die andere Seite. Wunderbar. Und jetzt wird dieser Geldschein einmal zusammengefaltet. Und zwar so rum, dass das, was ihr gerade gefaltet habt, quasi nicht mehr sichtbar ist. Und man die geschlossene Seite oben und unten hat. Also dieses, dass das hier so getrennt ist, verstecken wir. Genau. Indem wir das hier so halbieren. Hier auch ein bisschen auf Genauigkeit achten, dass auch wirklich das richtig schön übereinander liegt und nicht irgendwie so scheps oder schief. Umso schöner wird halt einfach die Fliege am Schluss werden. Ihr habt jetzt hier eine offene Seite, uns geht es aber hier um die geschlossene Seite. Wir haben ja vorhin durch das Halbieren hier eine Mittellinie, an dieser weiterhin orientieren und die Ecke zu dieser Mittellinie rumfalten. Also die Mittellinie. Quasi diese Ecke rumfalten. Also die geschlossene Seite hier umfalten. Genau, das ist das Wichtigste, dass man an der geschlossenen Seite ist. Dasselbe auch wieder mit der anderen Seite, also diese geschlossene Ecke nach innen umfalten, sodass man dann eine Spitze gefaltet hat. Richtig schön festmachen. Faltkanten sollten jetzt wirklich gut nachgezogen sein. Umso leichter tun wir uns jetzt gleich alle. Also dann falte ich nochmal ordentlich nach. Genau, kann nicht schaden. Wieder auffalten, hier dazwischen gehen und diese Spitze nach innen umlegen. Und dann ist sie weg. Also ich habe das hier so. Machst auf. Mach beide auf. Beide auf. Fährst in die Außenseite rein, da wo es doppelt ist, zu deiner Spitze und tust die jetzt einfach nach innen weg. Ach so, die hier so rein verstecken. Richtig. Und dann ist sie weg. Ist sie quasi da drin. Auf der anderen Seite auch. Hier so reinfahren, oder? Und dann runterdrücken. Ab durch die Mitte quasi. Und so klappen. Dann hat man ein Dreieck oben. Mhm. Wenn man jetzt sich seinen Geldschein hier anschaut, dann sieht es so aus.
Okay. Gut. Jetzt diese Spitze festhalten und den Schein nach oben wegfalten. Also man hat ja hier quasi dieses Innendreieck, was man gerade umgeklappt hat. Und an dieser Linie faltet man das nach oben weg. Also ich nehme das so in die Hand, halte das hier fest beim Dreieck, oder? Mhm. Und klappe das obere so um. Genau, bis quasi zu diesem Strich von deinem Innendreieck. Dass ich hier das Innere sehe. Genau. Und an der Kante falten. Umlegen und feststreifen. Geht besser auf den Tisch, glaube ich. So. So würde das ausschauen, wenn man es von der anderen Seite anschaut. Ja, habe ich. Vielleicht einfach so lassen, dann kannst du dir die Spitze wieder festhalten, weil wir machen natürlich dasselbe auch mit der anderen Seite. Die wird auch nach hinten umgefaltet. Also so war's. Und jetzt einfach auch dieses Stück, wie gerade eben, nach hinten bis zum inneren Dreieck umschlagen. Also hier festhalten. Und da umfalten. Wenn ihr es richtig gemacht habt, schaut es halt jetzt so aus. Und hier, die zwei sind gleich lang. So, also, hier sieht es so aus, als du gesagt. Bei dir ist es jetzt nicht ganz richtig. Also ich weiß nicht, wenn du es mal drehst, dann sieht man das vielleicht in der Kamera, dass es hier nicht bündig ist mit Stimmt, dem inneren ja. Dreieck. Und deswegen ist es dann hier auch nicht bündig hinten. Wenn ihr das habt, müsst ihr nochmal nachkorrigieren, dass das wirklich aufeinander ist. Ja, man sieht dann das Weiße hier so durchblitzen. Und es wird halt einfach nicht schön dann. Zurückschieben nochmal. Nochmal nachfalten. Also wirklich nochmal schauen, ob dieses Innenkreuz hier gleich ist und schön ist. Jetzt darf ich nochmal schauen. Ja, jetzt ist es wirklich, wie es ausschauen soll. Gut. Jetzt hat so nein schauen. So wird es also innen ausschauen, dass man das einfach mal guckt, ob das dann auch wirklich so ist. Mir also jetzt. Einfach mal, damit ich es nochmal den Zuschauern zeigen kann, so schaut es halt aus. Ja? Okay. Dann wieder zurücknehmen. Jetzt wieder die geschlossene Seite nehmen, wo wir gerade schon mal Dreiecke gemacht haben. Und dasselbe machen wir jetzt hier auch. Wir gehen also wieder an eins von diesen Ecken und falten diese nach innen. Wieder die geschlossenen Ecken, also nicht hier die am Rand, sondern wieder die an der Seite, wo wir die ganze Zeit schon falten. Und wieder rechts und links die Ecken nach innen schlagen. Hier oben an dieser Seite. Wo der Stern ist, der innere, oder die inneren Dreiecke, wie man es nennen will. Da schlage ich jetzt einfach die Ecken wieder zur Mittellinie hin. Genau. Und da Wiederholung übt. Einmal umdrehen und dasselbe auch auf der anderen Seite machen. Also einfach die Außenecken zur Mitte. Jetzt sind wir wieder bei unserem Dreieck oben. Die Spitze nach unten und das nach oben und dann einfach mal so auseinandernehmen. Vorsichtig. Also die Spitze nach unten. Nur ein bisschen erstmal auseinandernehmen. Gut. Jetzt hat hier diese Dreiecke, die man hier gefaltet hat, ein bisschen festhalten.
Wo hier? Ach so, auf der Rückseite. Auf der Rückseite. Bitte da ein bisschen festhalten, diese Dreiecke, dass die nicht die aufgehen. Hier. Genau. Dann wieder umdrehen. Mit dem Daumen hier reinfahren. Und dann das mit die Spitze mit dem Daumen nach unten drücken. Das sieht viel komplizierter aus, als es ist. Einfach die Spitze nach unten drücken. Also hier hinten halte ich die Dreiecke fest. Ja. Dann drehe ich die Spitze zu mir und jetzt fährst du mit deinen Daumen ziehe nach ich das unten auseinander. Und tust auf die Spitze drauf drücken. Und die Spitze nach unten drücken. Die Spitze hier. Ja. Und dabei ein bisschen auseinanderziehen und dabei vorsichtig. Ziehe ich. Genau. Genau, noch ein bisschen und dann hast du es. Sieht wirklich komplizierter aus, als es ist, oder? Ja, das stimmt. Man kann das eigentlich ganz gut, wenn man das mit beiden Händen macht, die Finger hier hinten liegen hat, kann man das gut bewerkstelligen. Genau. Wichtig ist, dass man es hinten festhält, weil sonst geht es einem vielleicht auseinander. Wunderbar. Und so hat man aus Geld eine Fliege gefaltet. Sehr schön. Und damit man sieht, dass das auch keinen Schaden anrichtet, zeige ich jetzt, dass der Beschenkte das auch wieder ganz wunderbar auseinandernehmen kann und dann mit dem Schein natürlich ganz normal bezahlen kann. Wenn ihr unseren Kanal unterstützen möchtet, dann tätigt doch einfach euren nächsten Amazon-Einkauf über den Partnerlink in unserer Videobeschreibung. Ihr bezahlt dann den gleichen günstigen Preis wie immer und wir bekommen eine kleine Provision. Vielen Dank schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen und wenn du meinen Kanal abonnierst. Denk immer daran, Geld ist das einzige Geschenk, das man problemlos umtauschen kann. Bis zum nächsten Mal.